Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Ehrgeiz RP. Wir haben ein bisschen Nachholbedarf, weil IC gestern eine Besprechung war, weil irgendwelche Dinge abgegangen sind, die Clary jetzt noch nicht weiß, weil ich war nicht da. Ja, wir haben übrigens den Ryan zum Essen eingeladen, weil der Ryan sich gerade immer um den Strom kümmert, wenn der ausfällt. Und wir sind jetzt die Schlüsselfee, das heißt, wir geben Hotelzimmerschlüssel raus, einfach weil ich die halt spawnen kann. Ja genau, das ist so das aktuelle Ding. Wir schreiben ein paar Leute, weil ich habe das quasi gepostet. Oh, RIP. Dass ich halt die Schlüssel habe. Genau, und die Leute hier, lol. Die Leute hier, sind gerade auf der Suche nach neuen Hinweisen zu Guru. Und deshalb treffen wir uns jetzt mit denen. Hallo. Guten Abend. Ja, was ist denn das für ein fancy Roller, Alter? Hoppala, hoppala. Krass. Ach, der jungen Dame gehört das Fahrrad, okay. Ja. Ja. Der auch so ein Roller. Nur sehr schwächsam. Ja, ja, irgendwie. Was? Warum? Hallo. Hallöchen. Hi. Ja, ich war zu leise, I'm sorry. Krasser Roller, Alter, ich will auch so einen. Ja, gibt's zu kaufen. Nice. Sind aber mittlerweile auch teurer geworden. Wer ist der Mike? Du bist ja der Mike. Ich hab deinen Schlüssel. Oh ja. Weil ich immer schon zu seid. Ja, ich auch, ich auch. Bellevue ist im Hotel. Zimmer Nummer 2. Dankeschön. Bitteschön. Habt ihr was gefunden? So, ein paar Hinweise, ne? Ich wollte gerade sagen, also in den letzten Tagen so einiges. Ja, ich wollte gerade sagen, könnt ihr mich mal briefen? Ich war bei der Besprechung gestern nicht dabei. Was geht ab? Was gibt's Neues? Oh, ich glaube, dann lass ich den Mike mal reden. Also, laut Ryan, Ravi und wer war noch dabei? Gustav? Wurden sie verfolgt von einem Kapuzentypen auf einem Motorrad, der sogar auf sie geschossen hat und ja. Gestern waren wir bei der Military Base. Ja. Waren da auch auf dem Grundstück. Ja, dann war da auf einmal ein Zombie, den hatten wir eigentlich gut umlaufen. Mhm. Dann fielen allerdings Schüsse aus einer MP, MG, wie auch immer. Mhm. Es flog 2 oder 3 Mal ein Heli über dem Gelände lang. Was? Mhm. Wo wir dann das Gelände endlich verlassen hatten, hat sich wohl das Verteidigungssystem aktiviert. Hat uns mehr oder weniger bombardiert. Wir haben es geschafft zu flüchten. Allerdings sind Ryan und ich auf einen, mechanischen Transformer gestoßen. Ach du Scheiße. Aber wart ihr auch auf der Berg gewesen oder was? Nein. Wir kamen gestern auch nochmal. Ja, ich weiß, dass da mal was auf dem Berg war, genau. Ja, jetzt war er allerdings da unten vorm Tunnel. Eventuell haben wir damals, als wir den Strom angeschaltet haben, so eine Art Selbstverteidigungssystem angeschaltet. Ja, weil fuck. Der Ryan hat halt nochmal schön Dank dafür. Upsi. Ja, wenn man einfach Knopf drückt. Wobei das Wetter und die Flugzeuge war ja schon vorm Strom. So. Achso, Jimmy ist tot. Ja, das habe ich. Das haben wir heute erfahren. Wer hat mir das geschrieben? Irgendwer hat es geschrieben, du. Ja. Oh Mann. Irgendwie gehen die Influencer gehen immer ziemlich viel drauf. Das liegt ja in der Krankheit. Ja, und also, was habt ihr dann gestern besprochen? War das nur ein Briefing oder habt ihr irgendwas ausgemacht, wie wir weitermachen? Oder? Also, wir versuchen jetzt weiterhin erstmal Hinweise zu finden. Versuchen halt rauszufinden, was hier abging. Genau, und richtig. Wie wir Guru quasi irgendwie umgehen können oder so manipulieren, dass wir hier vielleicht wegkommen irgendwann. Genau, und das Ganze scheint aber auch schon sehr, sehr lange zu laufen, weil wir haben vorhin eine Top-Secret-Seite gefunden von 1948. Ach du Scheiße. War das nach dem Krieg? Der ging bis 48, oder nicht? Der ging bis 45. Ah, okay. Ja gut, dann war es ja nach dem Krieg. Ja, also offizielles Ende war, glaube ich, der 10. August 45 oder so. Ja, weiß das Datum noch, okay.
Ja, Ja, was stand auf der Top Secret? Da wurde ein Doktor erwähnt, der halt Tests gemacht hat, angeblich zur Sicherheit der Insel. Aha. Ihm wurde halt gesagt, dass er halt jederzeit auf höheres Budget zugreifen kann, beziehungsweise halt das beantragen kann und ja. Okay. Damit halt die Insel weiterhin sicher bleibt oder halt noch sicherer wird oder ähnliches. Hat er ja gut hinbekommen. So, und dann wurden wir gestern auch noch von Zombies verfolgt. Ach du Scheiße. Ryan wurde auch von einem Zombie vom Fahrrad getreten. Der Zombie ist kurz mit dem Fahrrad gefahren. Lol. Bis Ryan es dann geschafft hat, denjenigen wieder runter zu kicken. Und ach Gott. Alter, ich würde wegrennen vor den Zombies. Stell dir vor, die beißen dich und stecken dich mit irgendwas an. Der hat mein Fahrrad geklaut, dann, was soll ich machen? Ja. Dann kam noch ein Zombie auf dem Motorrad an. Okay. Der dann auch noch anfing zu sprechen. Eine sprechende Zombie. Mit einer sehr dunklen und eigentlich schon fast verzerrten Stimme. War das gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich bin erst seit 2,5, 3 Wochen hier. Okay. Und ich habe die Leute, die ich jetzt hier gerade so um mich habe, gestern erst getroffen. Okay. Ja, der Zombie hat er dann, ja, ist so ein bisschen auf Ryan abgesehen. Sterne, wer will. Ich habe versucht, denjenigen so ein bisschen zumindest Freunde, abzulenken. Irgendwann fuhr er dann ein Stückchen weiter vor, stellte das Motorrad ab, ließ das Motorrad an und war auf einmal verschwunden. Okay. Ich war auch kurz in Versuchung, von meinem Fahrrad abzusteigen und aufs Motorrad zu steigen. Kann ich verstehen. Ich bin allerdings froh, dass ich es nicht getan habe, denn kurz nachdem fuhr dann Ryan an dem Motorrad vorbei und das Motorrad explodierte. Oh. Mir geht's aber gut. Ich wollte gerade sagen, Ryan ist aber zu gut. Ja gut, er steht passiert. Hier und fährt Fahrrad, also. Richtig. Dann sind wir zu Logans Farm gefahren. Weil Logan nicht mehr erreichbar war. Okay. Wir wollten halt gucken, ob Logan halt gut auf seiner Farm angekommen ist. Allerdings ist uns da dann eher ein Zombie begegnet. Scheiße. Der dann auch noch nach Wasser bzw. Zuckerwasser gefragt hat. Aha. Ja, Ryan war dann so mutig und hat ihm sogar noch Wasser gegeben. Nachdem roch dann der Zombie an Ryan seinem Sattel und meinte, er riecht so gut. Okay. Und bedrohte dann Ryan mit einem Granatwerfer, sagte Ryan. Ich habe halt direkt reingeguckt in den Lauf, deswegen kann ich das beurteilen. Also, ein Zombie hatte ich mit einem Granatwerfer. Ja, richtig. Und schrie halt einfach nur, wir sollen von dem Grundstück verschwinden, was wir dann auch getan haben. Haben uns dann allerdings umgedreht und haben dann gesehen, wie der Zombie in Logans Haus reingegangen ist, obwohl Scheiße. Die Tür verschlossen war. Ich dachte erst, es wäre Logan, aber anscheinend nicht. Habt ihr seitdem von Logan was gehört? Nein. Nee. Mir halt aktuell noch nicht. Eigentlich hatte er ja heute für ein Treffen einberufen, aber irgendwie ist er da ziemlich erschienen. Ja, stimmt. Da kriegt er noch was zu hören. Scheiße. Ja, wenn der überhaupt noch lebt? Ja. Er wird noch leben. Er wird mir dann wieder vorhalten, dass ich ihn nicht gesucht habe. Ich bin auch der Meinung, dass ich eventuell Logans Fahrrad gefunden habe, weil ich habe heute ein unverschlossenes Fahrrad gefunden auf dem West Highway. Ja, der wird schon noch leben, da geht keiner freiwillig ran. Ja, aber wenn der Zombie da reinläuft? Der ist ja anscheinend nicht zu Hause. Ja, aber wenn er ihn gefressen hat, habt ihr ins Haus geguckt? Wie kommt er ins Haus ja nicht rein ohne Schlüssel? Ja, aber der Zombie ist halt rein. Ja, richtig. Aber die Tür richtig. Und er schien einen Schlüssel zu haben, ja. Das kann die neue Ordnung machen. Wenn die Marke auftaucht. Ich wollte gerade sagen, die neue Ordnung habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, die soll mal. Das ist eher so die Unordnung, ne? Ja, richtig. Wir machen mehr Unordnung als Ordnung. Ja, kacke. Ja. Und jetzt habt ihr, also heute habt ihr das Top-Secret-Ding gefunden und sonst nichts, oder? Ja, die anderen waren noch ziemlich fleißig heute unterwegs gewesen, ne? Ich wollte gerade sagen, also wir haben eigentlich so einiges gefunden. Diese Ashley, oder wie sie heißt, die hat das irgendwie alles zusammengefasst in so einem kleinen Notizbuch. Notizbuch? Ja, ja, was bisher alles so entdeckt worden ist an
Ja, nicht Sachinhalt, ne? Hat ihr das irgendwo gepostet? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Halt alles zusammen irgendwie. Also ich habe hier noch was gefunden mit Ermittlungen depressiver Individuen, also ne, Menschen. Es waren wohl 2000, also zu dem Zeitpunkt waren es wohl 2847 Menschen, die wohl ja halt depressiv waren. Darauf stehen dann auch Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, diese 2847 Personen sofort in Behandlung bringen. Und die zweite Maßnahme ist, die Menge von Antidepressiva im Trinkwasser erhöhen. Ja, und also insgesamt waren es wohl 578% der Bevölkerung, die hier depressiv waren. Okay. Dann habe ich noch gefunden einen Brief an einen Kurt Hansa von einem Freund von ihm, der Adriel Paris heißt. Ja, das ist der Anführer da. Ja, genau. Ja, das ist ein Abschiedsbrief im Endeffekt. Zumindest lese ich das so. Ja, folgender laut, mein lieber Freund. Die Lage ist zum Verzweifeln, egal was wir tun, dieses Schrottteil von KI ist uns immer einen Schritt voraus. Nicht nur, dass wir keine neuen Mitglieder mehr finden, dieses Ding lässt alle potenziellen Kandidaten verschwinden. Sogar Konrad ist spurlos verschwunden. Ich kann einfach nicht mehr. Pass auf dich auf, dein Adriel. Das klingt nicht gut. Der Anführer hat quasi aufgegeben. Richtig. Oder? Ja. Scheiße. Dann habe ich noch auf einem Silo gefunden ein Protokoll einer Sitzung von diesem Widerstand. Ja. Wo dann halt so verschiedene Punkte draufstehen, unter anderem die illegale Verschleppung von Menschen mittels Störsendern. Ja. Es wurde halt Gastarbeitern die Ausreise verweigert, Flugzeuge wurden zur Notlandung gezwungen, Schiffe zum Kentern gebracht. Das zweite war, diese Menschen werden gegen ihren Willen auf der Insel festgehalten. Das Militär greift hart durch bei Fluchtversuchen. Das ist schon heftig, wenn man sich das mal überlegt, ne? Richtig, ja, auf jeden Fall. Und es gab halt keine Möglichkeit zur Kommunikation mit der Außenwelt. Also ich werde dir auch keine Angst machen, aber dieser komische schwarze Kapuzentyp, den wir getroffen haben, meinte irgendwas, wir kommen nicht lebend von dieser Insel runter. Das wäre seine Insel. Ja, und wir müssen irgendwie eine Prüfung absolvieren oder so. Wir müssen, genau. Aha. Ja, warte mal, ist das der auf uns in diesem Farmhaus geschossen hat? Nein, das war eine ganz andere. Also der ist auch der irgendwie auch befreundet. Mit dieser komischen Doktor. Ich weiß nicht, irgendwie zu kennen. Den vom Doktor wurde mir doch auch mal was. Ist das der Arzt? Der ja, da noch rumspringt vom Human Labs? Ja, genau der. Und dieser Maskentyp, der war vor 2 Tagen hier gewesen. Ja. Ist mit einem Motorrad durch die Gegend gefahren und hat mich erst bedroht. Dann habe ich hier noch den Gustav gesehen und so. Da waren wir dann zu dritt unterwegs, auch mit dem Rhein. Und da hat dieser Maskentyp auf uns geschossen. Also der ist sogar bewaffnet, hat eine Pistole gehabt. Oh Mann. Und der hat der orangene Auto da hinten irgendwo, müsste das gewesen sein, gesehen. Bei, das ist der Auto Sandy von der Schoss. Gustav. Ja, bei Sandy Schoss, genau. Hä, ein Auto, das Ganze ist, oder was? Ja, das ist der Auto von Gustav, so ein orangener Truck. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, damit waren wir unterwegs. Gustav? Und der Gustav, der Glim. Gustav Glim. Ach, okay. Von Glimstängel, Bruder. Ja, genau. Und der Auto ist jetzt kaputt gewesen, aber der Connor hat das Auto irgendwie wieder repariert, hat er gemeint heute, ne? Ja. Ja, es war sehr aufregend gewesen, auf jeden Fall. Ja, krass, ja. Ging einiges ab. Da geht's echt ab. Ja. Ich werde mich aber auch mal so langsam verabschieden. Ich merke, dass ich müde werde. Ich mal langsam schlafen gehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man sich ja morgen wieder. Ja, denke ich doch.
Könnte man ja da mal gucken. Also ich werde mal morgen reinschreiben, wann ich dann wieder auf Aktie gehe. Reinschreiben, ja. Genau, in der Twistep, ne? Okay, ja. Und schreibt mal rein. Da schreibe ich volle Kanne rein, Alter. Das ist sehr gut. Ja, ja. Dann sieht man sich vielleicht morgen. So machen wir es. Ich habe festgestellt, du bist meine Nachbarin, Zimmergenossin. Ja, habe ich auch gesehen, dass ja. der Dreierschlüssel fehlt. Ja, ja, genau, den habe ich gefunden und eine Blumentopf an dem Motel. Ja, die sind schon, liegen ein paar rum. Ja, ja. Ein paar sind ja. so versteckt, sag ich mal, und ein paar habe ich im Schlepptau. Ja, perfekt, perfekt. Ja gut, dann würde ich sagen, sieht man sich morgen wieder, ne? Ja. Ja, ja. Halte die Ohren steif und haut rein, ne? Genau. Haut rein. Alles klar, dann bis morgen Abend. Mach's gut. Ja, bis morgen. Was macht ihr jetzt weiter? Fahrt ihr auch zurück, oder? Ich hab mir jetzt auch in die Werkstatt hauen und ein bisschen... Okay. Ich denke mal, ich werde das mal versuchen, Connor nochmal zu erreichen, weil irgendwie... Ich habe eben versucht, ihn anzurufen, also das Handy klingelt, aber er geht nicht dran. Okay, alles klar. Okay. Alles klar. Ja, zur Not fahre ich dann nochmal hin und guck nochmal. Ja, ja, guck lieber nochmal. Ja, passt auf euch auf. Bis dann. Ja, klar, machen wir. Ciao. Ciao. Bis dann. Ja. Und danke nochmal für den Schlüssel. Gerne. Meine lieben YouTube-Marines. Also, bist du auch wieder nach Hause? Ja. Ah, perfekt, ja, da können wir ja zusammenfahren. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ziemlich viel Input. Ganz viel Scheiße passiert in der letzten Tage irgendwie.